Ja. So, während wir hier reinjoinen, heiße ich euch herzlich willkommen. Ich merke gerade dass ich den Streamnamen wieder vergessen habe zu ändern. Lernt es auch nicht dazu. Aber bei mir immer bemängeln. Das sind mir die liebsten Ja, Freunde. da steht noch TBD. Moment. Ja, fast richtig, Tobi, aber nur fast. Aber geiler DVD-Stream. Ja, innerlich schnell, das ist kein Ding. Minecraft. So. Das kann ja auch mal passieren. Du ist das nicht. So. Das Problem ist so, das ist nicht das erste Mal bei dir. Ja, ist richtig, aber es müsste einfach so eine Notifikation. Ich glaube, irgendein Programm hatte das. Ich glaube, Streamlabs damals. Wo der. Also ich kann dir sagen, das Ganze ist mit bei Stream Elements ist das mit drin. Bei Prism Live ist das auch mit drin. Okay, dann wechsle ich den nächsten Bild. Das ist dann gut für alle Beteiligten. Also Prism Live fragt dich vorher sogar extra, bevor du online gehst. Sehr gut. Ich mache hier übrigens die Zuckerrüben weg, weil ich glaube, die machen auch ein bisschen FPS-Problemchen, weil wir wollen heute ein bisschen Tobias Probleme beheben. meine Probleme lösen, genau. Ist einfach ein Zeichen, du brauchst einen neuen PC, Tobi. Ja, nee, ich glaube, das sind einfach so viele Viecher hier. Und das ist so mein Guess. Du brauchst, Tobi, das ändert nichts daran. Ich Ja, hab's ja nicht, also brauchst du einen neuen dann gib PC. mir Geld. Ja, nö. Ja, siehst du. Hättest du auf der Gamescom mit Marvin reden können. Was hätte ich drin? Was? Jetzt auf der Marvin? Gamescom? Ja. Dass er mir einen neuen Rechner gibt? Direkt so, ja, kein Problem, ich geb dir Ja. meinen. Warte, was? Standen noch genug PCs da? Ja, nee, ich glaube, den wollten sie gerne wieder haben. Ihr seht, wie es ruckelt. Aber das ist nicht so schlimm. Ist einfach ein Zeichen für schlechten PC. Nee, wir werden uns jetzt drum kümmern. Ja, doch, Tobi, weil ich hab's halt Ja, wenn du nicht. es nicht hast, heißt das nicht, dass ich das nicht habe. Ja, das ist ja ein Zeichen für ein schlechtes PC. Du hast ja auch einen schlechteren PC, Das das ist ist ja nicht mal richtig, gelogen. aber. Also es kann aktuell ein bisschen laggen auch. Das kann auch mein Server sein gerade. Das möchte ich nicht Also ausschließen. Längen habe ich jetzt nicht. Ich habe Ruckel. Also Ja, richtiges wie gesagt, klassisches Ruckeln, wie man es weil kennt. mein Server gerade im Hintergrund Updates macht. Unglaublich. Tatsächlich. So, ich schau mal, wo die Bienchen sind, weil das ist ja das Entscheidende. Ja, Die die sind sind am ganz Arsch der Welt. unten, okay. Das Ja, heißt, sie sind auf natürlich. einer Höhe, das ist gut. Dann kann ich damit arbeiten. Welche Höhe bin ich denn jetzt? Mal gucken, wie weit ich runtergehen kann. Mehr geht nicht. Das ist schlecht. Aber gut, dann muss ich so arbeiten. Geht nicht anders. Wie weit runter geht nicht. Nee. Also kannst du nicht ganz Ich runter, kann oder? nicht ganz runter. Ich bin hier auf Höhe also minus 3 und weiter runter kann ich nicht bauen. Ich kann nur bis 0. Dann würde ich sagen, Ja, es wegschießen. macht aber nichts. Mir ist schon bewusst, dass ich da auch gerade gegen arbeite, Inwiefern? weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, dass ich da oben gerade noch meine Farm gründe, Also ja, aber es geht mir, also meine Kuhfarm. ja, das ist ja in einem bestimmten Maße ja noch in Ordnung. Aber unten die Bienen, also ist mein Guess, ne? Ich glaube, dass die Bienen das Problem sind. Die Glaube ich sehen, überhaupt nicht. das sehen wir gleich. Ich will das ja ausprobieren, ob es daran liegt. Ich könnte ein Backup machen und dann können wir die Bienen, kann ich schauen, ob ich die Bienen löschen könnte einmal. Wollen wir es einfach machen? Dann brauche ich jetzt nicht dumm rumbauen. Dann töte ich die einmal ganz kurz, weißt du? Ja, dann muss ich vorher ein Backup machen, Ja, Tobi. mach mal bitte. Weil, bevor wir hier irgendwelche Schwachsinn-Sachen machen, ne? Muss man dazu sagen. Backup finish. Interessanterweise ist jetzt auch das Update fertig. Ja.
Also von dem her geht sich das gut. Du hast das Superplattform da unten gebündelt. Gut, dass die Creeper einfach alle explodieren. Obwohl ich nichts mache. Na gut. Bin gespannt. Dann soll ich kurz in Creative gehen. Die sind Creative. Ja, und die dann töten, dann werden die nicht angegriffen. Okay, Tobi begreift sich. Könnte ich kurz schlagen, ja, oder warte mal. Unterschied. Ich kann die auch so töten. Also, wenn schon richtig, dann richtig. Mit Cheat. Aber ich glaube, dass wir die Bienen alle brauchen, Tobi. Ja, deswegen. Ich will sie erstmal töten. Und dann, wenn es besser wird, dann weiß ich Bescheid. Also, das ist die Creeper. Ja, ich sag, das ist nicht das Bienenproblem, aber ich sehe immer andere ein. Ich sag, das ist bei dir ein anderes Problem. Ja, die Frage ist, was es ist. Würde mich mal interessieren. Ja, das weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, ich wette mit dir, es sind nicht die Bienen. Man kann ja auch das Storage-System sein, aber das wäre halt. Also, ich hab ja aber auch so wenig FPS. Also. Wobei hier unten geht es. Dann wird es wahrscheinlich das Storage-System sein, wenn es hier unten geht. Ja, ich will trotzdem tippen. Sag, wenn das Backup durch ist. Es ist doch schon durch, hab ich doch schon lange gesagt. Das hab ich nicht mitbekommen. Ich hab sogar gesagt, dir erwähnt und du hast sogar gesagt, okay. Und bist dann runtergegangen. Ja. Ich sage, es ist das Storage-System für dich. Warte mal, kannst du mal gucken nach einem Befehl, um alle Entities zu töten? Alle Entities? Oder kann man auch spezifische Sachen töten? Wäre ja auch okay. Ja, das habe ich schon geschaut. Ich habe da keinen Befehl gefunden dafür. Alter, sind das viele Bienen. Holy shit. Ich weiß ja gar nicht, wo du mit anfangen sollst, das Gefühl. Witzig wäre, wenn Bienen einfach wieder respawnen würden und du machst die Arbeit umsonst. Sehr lustig. So ein Shitloader. Also sollten wir irgendwann eine neue FTB-Welt machen, spawnen wir nur Bienen, wenn wir da auch den Slot für haben. Das macht ja trotzdem keinen Sinn, das ist doch scheißegal. Die fliegen trotzdem runter, Tobi. Es ist egal. Oh, unsere Bienen, die im Stock sind? Die sind trotzdem da weg. Die ignorieren die Stöcke. Dann müssen wir die einsperren. Quasi. Ja, dann sterben sie. In der Bienenhalle glaube ich nicht, wenn da genug wenn Licht drin ist und so. Ich glaube ich nicht. Aber ich habe schon ganz gut was weggekriegt. Meine Damen und Herren, ihr seht,
Kriegerische Akt. Wir töten heute nur Bienen, weil wir es können. Nein, also das ist im Rahmen eines Versuches hier. Boah, also ich habe jetzt normale Bienen gekillt. Indem du nur Bees eingegeben hast, ne? Nee. Das hast du eingegeben? Das ist ein anderer Befehl. Aber ich müsste jetzt die exakten Namen von den Bienen wissen. Geht nicht Sternchen dahinter? Machen könnte. Ich probier jetzt mal was. Ne, geht nicht. Ich hab ihr halt alle getötet, glaube ich, gerade. Geht auf jeden Fall nicht. Sagt die Map, sind nur noch ein paar. Alles gut, brauchst nicht mehr töten. Also davon abgesehen, dass es bei mir keinen FPS-Unterschied macht. Ja, alles gut, aber die sind eh fast. Ne, ich will es halt nur testen. Ist nur ein Guess. Mich interessiert's. Weil das sind von der Anzahl echt viele und bei unserem Vanilla-Server mit den Kühen hat es ja auch geruckelt. Also ging die FPS ja auch runter. Ja, Vanilla-Server. Ja, ja, ich sag's aber, du hast aber hier ein Storage-System. Ich sag, das Problem ist das Storage-System für dich. Weil deine CPU zu schwach ist. Möglich. Sag ich, die Bienen machen für mich keinen Sinn. Macht für mich, ist für dich das Problem ist Mechanism. Oder Storage-System. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil dein Rechner halt scheiße ist. Sehr nett. Ja, es ist aber so. Mein Rechner hat auch Gefühle. Was für Gefühle? Ich glaube, es gibt keine Bienen mehr. Ja, und du wirst trotzdem das Leibproblem haben. Es gibt noch zwei, drei Bienen, aber die dürfen das nicht sein. Aber das ist okay. Zwei, drei Bienen dürften das Problem nicht sein. Ich check das mal. Jetzt können wir es ja sehen. Ich sag, es macht keinen Unterschied. Nee, macht wirklich keinen Unterschied. War klar. War vorhersehbar. Ja, ich muss mal gucken, wie, ob das. Ja, wir müssen mal gucken, wie. Dann darf ich jetzt mal die Map neu laden. Ja, bitte. Ja, dann muss ich nochmal gucken, wie das Storage-System. Geil wäre so ein Requester-Table, weißt du, wo du halt einfach nur sagen kannst, ich brauche die und die Sachen. Und dann brauchst du da nicht durchführen, weißt du? So dumm, wie es klingt. Lass mein Teamspeak reingucken. Chat, TLS ist ziemlich leise im Verhältnis. Wartet, kann das stimmen? Killer, red mal. Was soll ich denn sagen, Groß? Also, es kann nicht sein. Chat, TeamSpeak kann nicht leise sein. Laut Auspegelung kann es nicht sein. Ja, weil du dem Pegel nicht Glauben schenkst. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also, gehe ich mal davon aus. Ich höre mal rein, red mal. Was soll ich denn groß sagen? Nee, ich bin ein dummer Mensch. Ich bin vielleicht leise, aber nicht du. Heute ist der 3.9., gell? Ja. Ah, guck mal, ja, doch, stimmt das ja. Ich bin leiser tatsächlich. Ich glaube, ich habe auch hier, warte mal, es kann sein, ich habe letztens was umgestellt. Ja, warte mal. Da müsste ich jetzt ein bisschen lauter sein. Jetzt. Ah, machen wir so. Ich lade jetzt mal das Backup von 18.30 Uhr. Das ist auf jeden Fall das jüngste, das ältere Backup von heute. Wir haben vorher nichts gemacht, von dem her macht das Sinn. So. Ja, okay. Ist da noch ein Filter drin in dem Minecraft-Ding? Na, ich habe letztens mit Filtern gearbeitet, so mit hier. Wegen automatische Lautstärke und vielleicht war das nur in der Szene drin, war es aber nicht, also nö.
Jetzt wird mir tatsächlich nur auf Facebook vorgeschlagen, lol. Wie geil. Alter, meine Nase. Erstmal hier ein bisschen Stoff durchziehen. Nein, uiuiui. Eieieiei. Sebi, wie kannst du nur? Du kannst gerne mal online kommen hier in den TS. Und uns gerne, uns gerne vor allem beglücken mit deiner wunderschönen, zarten und liebevollen Stimme und deinem neuen Werbeslogan. Danke, 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 danke und gut, 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 gut. Also ich finde, das sollte schon Standard sein jetzt. Das ist so mein Guess. Ja. Tatsächlich, wenn wir schon dabei sind. Wenn wir schon dabei sind, Leute. Das Chat wird hier mal benutzt, ja. Dann könnte man tatsächlich mal endlich dieses Chat-Twitch-App-Dingsbums-Da-Programm Overlay für meinen Rechner nehmen, weil ich habe tatsächlich nur einen Monitor. Wenn immer auf die Chat zu achten, geht's schwierig. Da gibt's aber so ein tolles Tool, das kann man so als Overlay draufklatschen für sich selber. Ja, dann machst du. Ja, genau, das will ich jetzt auch runterladen. Red nicht zu viel, mach einfach. Ja, ich mach jetzt. Ich mach jetzt! Ich mach jetzt! Sebi, das finde ich aber sehr schade, dass du uns heute nicht beglücken wirst. Sehr, sehr schade. Wieso kann ich keine Links mehr kopieren? Wieso bin ich unfähig? Danke. Die Antwort hat sich damit erledigt. Tut mich sorry. Ja, nee. Sebi, das ist eine billige Ausrede, die kannst du dir sparen. Ich muss niesen, Leute. Kommt! Ah, schau! Oh Gott, oh Leute, ah! Oh Gott, oh Gott! Nackenkrampf, ah! Oh Gott, ey. Aber Tobi, schön, dass du erstmal die Bienen beschuldigst, dass dein PC ja, schlecht ist. Ja, die Bienen sind immer schuldig. Also nebenbei, Server fährt gerade. Hoch. Er fährt gerade hoch, nicht joinbar. Was? Join? Auch wenn er... Nein, nicht. Ja, währenddessen kann ich mein Chat-Ding da mal organisieren. Ist schon runtergeladen? Der ist runtergeladen. Das leben wir dem mal. Du könntest doch einfach ein Bildschirm neben hinstellen. Ich hätte gerne noch mein Handy nehmen, könntest... aber das will ich nicht. Man könnte es doch nicht dein Fancy dafür missbrauchen. Tatsächlich nicht. Also kann ich schon, aber dann ist das echt nicht geil zum Zocken. Weil dann müsste ich auf 1080p umswitchen. In meinen Fenstermodus zocken, das ist auch irgendwie blöd. Bin ich ehrlich. Das wäre nicht so schön. So, dann gucken wir mal. Chat, Username. Probieren. Kicks. Müsste mich eigentlich schon finden. Chat Sound, keine bitte. Chat ist loading. Bin ich jetzt in meinem Chat? Sebi, schreib mir bitte was Tolles. Nee, es funktioniert nicht. Gut. Wo kriege ich die Channel-ID her? Ah. Strohbeeren-Kicks. Nee, da. Ich bin ja auch dumm. Ja, ich stehe heute nicht unter meinem privaten Account. So. Chat is loading. Chat connected. Tobi, ich bin schon mal beeindruckt von dir. Ja, ne? Jetzt darf der Sebi nochmal schreiben. Es grenzt eigentlich schon fast an was anderes. Ja, ne? Ja, ich sag's jetzt mal nicht. Oh, Sebi, du möchtest gerne schreiben. Ja, jetzt das kann ich jetzt reinjoinen. Ja. Nice. Ja, es funktioniert. Sehr gut. Ist aber noch nicht als Overlay da. Wo mache ich das? Das ist die Transparenz. Okay, nee. Oh Gott, wie mache ich denn das wieder? Wie mache ich denn das wieder? Ah! Oh nein!
Heizschuh, Border, da, okay. Funktionstest, wir enden Stream. Ja, ne, toll. Wie kann ich das denn jetzt... Erinnert mich irgendwie an die Gamescom. Ja, ne. Wie kann ich das denn jetzt anzeigen lassen, dass das oben drüber ist bei allen? In Fullscreen. Kann ich das überhaupt im Fullscreen benutzen? Weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich würde lachen, wenn du Overwatch nutzen müsstest. Wäre aber cool. Könnte ich auch nutzen. Naja, jetzt geht der Shit nicht. Dann muss ich mich nächstes Mal drum kümmern. Wir machen heute mal was Neues. Wir wollten das Stromproblem beseitigen. Ich sag schon. Und was machst denn du gerade? Ach so. Ja, ich mach die mal weg. Weil du denkst, dass das FPS-Problem ist. Ja, denk mal. Ich spiele mal Chat für Tobi, weil Tobi ist. Ja, ich spiele Chat für mich. Ja, du kriegst es ja nicht hin. Naja, ich muss da noch was fixen. Für. Da haben wir plötzlich 100.000 Items weniger. Ich finde das super, dass du unser Chat-Tester bist. Ja, ne? Mhm. Hm. Gut, Frage ist, was wollte ich machen, was wolltest du machen? Ja, lange ist her vor der Gamescom, letzter Stream dafür, uff, lange ist her, keine Ahnung. Ja, das ist richtig. Und davon habe ich viel. Ah, ich habe ein Schaf gefunden. Mhm. Das ist auf jeden Fall richtig an der Positionierung. Haben wir zufällig 45 Emerald? Weil es ja, wären das meine Emeralds ab jetzt. Weiß ich nicht, und falls ja, brauche ich bestimmt auch irgendwann mal wieder. Okay, wir haben tatsächlich genug. Ich brauche noch eine Axt. Perfekt. Ah, die Axt kann ich nicht nehmen, aber wir haben Diamant wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, ich weiß, was wir gerade dabei waren. Mhm. Ich glaube, ich weiß wieder, woran ich war. Ja, weißt du es wieder? Ja, aber wir haben doch einen Fluid-Extractor gebaut. Ah ja. Ich glaub, stimmt, wir waren Plastik herstellen. Ja, richtig. Plastisch. Plastisch herstellen. Plastisch. Wie ging denn das? Du hast eine geile Axt. Killer, hör dir mal, was er hat. Efficiency 10, Mending, Silk Touch und Unbreaking 5. Er hat jetzt eine geilere Axt. Die macht zwar weniger Damage, aber die ist gerade OP. Warte mal, ich will mal gucken, was sie mit den Bäumen macht. Killer? Komm mal her. Wo bist du? Die hast du hier... Kann ich den Baum fällen hier? Killer? Hallo? Redest du nicht mit mir? Achso, ich darf ich den fällen? Den darfst du noch fällen. Ja, auf, guck an. Oder hier den. Ich finde es immer toll, dass ich immer derjenige bin, der alles aufsammelt. Oder den hier. Guck mal, wie schnell das geht hier. Tobi entdeckt die Welt. Ja, voll die geile Spitzhacke. Spitzhacke, genau. Axt meine ich. Und kann nicht das, das ist tatsächlich praktisch, weil wir haben ja diesen verzauberten Baum da, den ich da mal hatte. Und den können wir tatsächlich nutzen. Also verzauberten Baum? Ja, dieser Baum, der die ganzen Kabel, die Logic Cables und so bringt. Hm? Ja. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ja, das weiß ich nicht. Ich war fertig mit...
Du hast irgendwas gemacht, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich war fertig mit dem. Mit unserer. Ach, warum habe ich den Baum spassen? Materialfabrik. Das weiß ich ja noch. Und ich war ja aber an irgendwas noch interessiert. Aber was? Ja, was fragst du mich jetzt, oder? Ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall muss hier noch Glas hin auf die Decke. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass ich keine Ahnung. Was du willst von mir. Ich kann mal gucken, was wir mit dem Storage-System machen können jetzt, weil das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ob wir da irgendwie eine andere Möglichkeit haben, das anzuzeigen, weil ich tatsächlich echt keinen Bock habe auf Ruckel-Action die ganze Zeit da. Das Terminal, aus welcher Mod ist das? Also ich glaube nicht mal, dass es am Storage-System liegt, weil wenn ich hier in der Mini-Item-Suchleiste bin, ruckelt es auch. Jetzt habe ich Add-Terminal eingeben. Terminal. So, wie gesagt, ich warte mal, ich habe eine Idee. Ich crafte mal ein mobiles Terminal, gehe weiter weg und öffne das. Und wenn dann ruckelt, dann weiß ich, dass es am Storage liegt. Wenn es nicht ruckelt, ist es nicht am Storage. So, Portable Storage, was brauche ich dafür? Ah ja, okay. Ich glaube, das Problem ist trotzdem, entweder du musst ein Render-Distanz. Ja, die ist schon niedrig gewesen, letztes Mal, wo ich eingestellt habe. Das wird es nicht gewesen sein, leider. Hatte ich auch du schon. Du könntest die Qualität runterstellen bei Minecraft. Ist bei den Blöcken. Niedrig. Ist wirklich schon, also, hatte ich auch schon eingestellt. Was definierst du als niedrig? Normal, naja, oder? Das Schlechteste, was du machen kannst. Oh Gott, ey, es ist hier echt schlimm. So, mal gucken. Von denen crafte ich jetzt ein bisschen was. Dann crafte ich von denen was. Display brauche ich noch. Ach ja, Hey, das bleib ich doch gecraftet, Digi. Ja, dann ja nicht. Ja, doch habe ich gecraftet. Ja, hey. Ich kann auch sagen. Ich habe das Display Panel nicht gecraftet, sondern nur die Displays. Ah ja, gut. Ja, sag ich ja, anscheinend ja nicht. Ja, ja. So, jetzt kann ich das craften. Und jetzt kann ich das Portable Ding craften. So, dann gucken wir mal, wie funktioniert das? Network has been link, rechtklick und Omnidirection Connector to Link. Okay. Aber ich kann mal kurz was anderes craften, bevor ich das mache. Das ist besser. Was ist ein Omnidirectional Connector? Ist Omnidirectional Connector. Was macht der? Ah, okay. Okay. Verstehe. Das ist so ein Teil, was dafür sorgt. Ja, geil. Jetzt kann ich nicht nutzen. Weil dafür brauche ich die Chorusfrucht, da wollte ich schon sagen. Die kriege ich. Von wo kriege ich die eigentlich her? Alternativ? Von der Biene oder von einem Pythogenic Isolator. Brauche ich aber die Chorusflower so. Und die kriege ich nur durch Mechanism. Toll. Ja, das ist schlecht. Es sei denn, wir haben die Chorus Flower trotzdem da. Warte mal, Chorus. Haben wir da. Perfekt. Aber es ist nicht die, die ich brauche. Ja gut, dann ist das Portable Tablet auch für den Arsch. Haben wir gut geklärt hier. Ich könnte aber ein Kabel legen. Warte mal. Logic. 57 Kabel. Von dir aus gesehen und dann mache ich ein Terminal. Terminal. Dann könnte ich gucken, ob das wirklich daran liegt. Warte mal.